Finde deine Leidenschaft. Unter diesem Titel stand die Ausbildungsmesse der Agentur für Arbeit Anfang März in der Senftenberger Niederlausitzhalle. Über 40 Ausbildungsbetriebe waren vertreten. Ein deutliches Signal. Es geht wieder los und das ist für viele Betriebe, aber auch für viele junge Leute eine große Chance hier in der Niederlausitzhalle. 2 Jahre konnte die Messe nicht stattfinden. Die Aussteller sind froh, endlich wieder direkt in Kontakt mit den Azubis zu kommen. Wir sind froh, dass wir wieder hier stehen können, dass man das direkte Gespräch mit den vielleicht zukünftigen Azubis hat. Das ist immer persönlicher. Die Resonanz ist bis jetzt noch sehr zurückhaltend. Wir hoffen, dass im Laufe des Tages noch mehr potenzielle Azubis zu unserem Stand kommen. Das bestätigt auch Anne Fiedler. Mit der Resonanz ist sie jedoch zufrieden. Und es ist bitter nötig, dass wieder Präsenzmessen stattfinden, denn online ist es nicht so effektiv. Im direkten Dialog ist es immer besser, auf die Jugendlichen einzugehen und sie trauen sich dann auch mehr zu fragen, wenn man einmal das Eis gebrochen hat. 2 Jahre, die Ausbildungsmesse hat gefehlt. Zwar waren die Berufsberater während der Pandemie in den Schulen unterwegs, aber viele Orientierungsmaßnahmen in den Klassenräumen, viele Beratungsgespräche haben denn doch nicht so stattgefunden. Viele Schülerinnen und Schüler sind auch gar nicht kontinuierlich in den Schulen gewesen. Das war schon nicht ganz leicht. Gerade der direkte Kontakt mit den Firmen und ein Einblick in die Möglichkeiten, das wollen die Jugendlichen. Damit er auch mal einen Überblick bekommt, über was es halt alles gibt. Was die Möglichkeiten sind und das ist am besten, dass da kommt man halt auch ins Gespräch gleich mit den Leuten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, irgendwie Bereich Krankenhaus, aber irgendwie interessiert mich auch Polizei und Zoll und so. Bis jetzt habe ich mir den Zoll schon mal angeguckt. Das ist echt schwierig, da habe ich eigentlich noch nicht wirklich einen Plan, deswegen bin ich auch heute hier. Aber interessant ist für mich auf jeden Fall also Immobilienkaufmann oder auch wo ich gerade eben schon war, hier beim Finanzamt. Das ist auf jeden Fall ansprechend, aber ansonsten habe ich noch nicht wirklich einen Plan. 40 Betriebe und Unternehmen stehen mit ihren Ausbildungsangeboten bereit. Ausprobieren ist da ausdrücklich erlaubt, wie hier am Schweißsimulator. Genau. Ein anderes Beispiel, die Polizei. Bei ihr gibt es mehrere Laufbahnen, die Jugendliche wählen können. Wir haben 2 Laufbahnen, Laufbahn des gehobenen Dienstes, bedeutet ein 3-jähriges Studium an unserer Einrichtung in Oranienburg an der Hochschule der Polizei, beziehungsweise Laufbahn des mittleren Dienstes, 2,5-jährige Ausbildung, auch bei uns in Oranienburg, mit den Praktika, die wir dann sicherlich auch hier vor Ort bei Ihnen in Senftenberg durchführen, mit den Kolleginnen und Kollegen, die von hier auch kommen. Die heiße Phase um einen Ausbildungsplatz hat also begonnen. Noch ist etwas Zeit für die richtige Wahl. Und die Chancen? Die Chancen für die jungen Leute stehen so gut wie noch nie. Wir haben im Augenblick die Situation, dass auf einen jungen Menschen, der Ausbildung beginnen möchte in diesem Jahr, ungefähr 2 Ausbildungsstellen kommen. Eine ganz klare Botschaft also. Jungs und Mädels, bleibt Lausitzer und findet hier eure Leidenschaft.